Herzlich willkommen zurück zu Sal und Fred Reborn. In der letzten Mission haben wir die Repulse, das Flaggschiff der abtrünnigen Geheimdienstabteilung, erobert. Leider ist uns der Admiral dabei entkommen, aber immerhin. Und wir haben ein Trockendock gefunden dabei, das sehr groß und einen seltsamen Auftrag hat. Wir wissen noch nicht, was dahinter steckt. Naja, mal sehen, was uns Command heute schickt. Bis jetzt sind die Rebellen ja keine große Gefahr. Außer, dass sie die Krios vernichtet haben. Dafür werden wir uns noch rächen. Allied Vasudan forces at the Beta Aquilae Jump Node blockade have called for reinforcements. The PVD Hope has taken heavy damage and the defense force is in tatters. The transmission barely got through and it looks like pandemonium out there. Sort out the mess, find out what happened, and hold the line. Further orders will be issued on site. Die Hope, die Vasudaner rufen Verstärkung, die Blockade wurde angegriffen und die Hope ruft dringend um Rettung und Verstärkung. Wir sollen sofort starten, haben keine Zeit, unsere Schiffe noch bereitzustellen. Also los geht's. Ach, Scheiße. Three. I haven't seen wreckage like that since Tombaugh was destroyed. Und Tombaugh wurde von der Lucifer zerstört. Das war eine. Backup has arrived. What are your orders? Yep. Was? Was? Jemand hat uns auf die Bombe gesetzt? Das Monster? Was meint ihr damit? Ihr seid Mörder mit eurer Kommunikation gerade, sprecht mich in Rätseln. Schweizer vernichtet. Man, is my translator broken or have these guys gone nuts? Ich denke letzteres, die Typen sind vollkommen durchgedreht. Was ist alles mit der Haupt passiert? Deploying repair craft now. Alpha 1 and Beta 1, scan the wreckage for survivors. Enemy wing just arrived. Da fehlt ein komplettes Schiff. Wir sollen die Trümmerteile nach Überlebenden suchen. Welche Trümmerteile dann? Escortschiffe? Ah, die Kreuzer. Ey, der feuert sogar noch. Sollte wohl noch funktionieren. Sollte wohl noch ein paar überleben. Mein Gott, die Teile sind. Aus wie aus der. Okay, es gibt Überlebende auf dem Kreuzer, das ist schon mal etwas Positives. Feind vielleicht noch was. Ja, noch mehr Feinde. Ich weiß, hier vorne ist der nächste Kreuzer. Wir haben eine Ulysses, immerhin. Das sind wir recht schlimm gewesen. Dieser Kreuzer feuert noch, sollte auch noch Überlebende haben. Ach, wir können sie immer noch hier markieren. Sehr gut. Ein ganz schöner Vorteil immer noch von den Lokis, dass wir sie nicht sehen können. Oh mein Gott, wieder, das ist so windig. Es ist gar nicht so einfach, damit was zu treffen. Sehr gut, Jungs. Noch mehr? Hier scheint noch einer zu sein. Ach, das war nur ein Trümmerteil. Schreibt euch die Hope. Jetzt schicken sie mal was anderes als Lokis, nämlich Walküre. Abfangjäger! Nein. Warum schicken sie Abfangjäger? Ist das sinnvoller Apollo oder Herkules hier dran zu schicken? Oder lässt es? Euer Licht wird nicht erlöschen? Na, das hoffe ich doch. Aber den seien es da vorne wird gleich erlöschen. Das sind Selbstmordeinsätze. Haben die wirklich solche Ressourcen, um sich solche Verluste zu erlauben? Die Hauptsache 25%. All survivors have been rescued. They require prompt medical.
die Rakete rein, wenn ich vorher die Hocke kriege. So, die Überlebenden sind alle schon mal weg. Von der Hope ist nicht mehr allzu viel übrig. Warum sind hier feindliche Frachter unterwegs? Die versuchen noch durch die Blockade zu brechen. Und ja, das schafft das auch noch. Verdammt. Die hätten nicht entkommen dürfen. Und jetzt kommen auch noch Kreuzer rein, Fenris-Klasse, also relativ leichte Ziele. Auf die Hops momentan alles in Gefahr. Hier ein bisschen Waffe hier. Mit der leichten Bewaffnung bringen wir. Darin bin ich geübt, da. Die Wadi hat aber schon schweren Schaden. Ne? Wir haben Gamma und Delta Wing verloren. Neue Sprengköpfe? Das wird ja immer besser! Nein! Ihr werdet die Hoffnung nicht vernichten. Die Hope. Scheiße! Leute, könnte mir mal jemand helfen? Ich kann nicht alle Sprengköpfe abschießen. Oh Mann, die machen echt viel Schaden. Wie zur Hölle? Ne, Medusa ist doch nie und immer so wendig. Wie hast du das gemacht? Ja. Ist ja nur die Blutengelkanone, aber dann können wir vielleicht auch noch Energie absorgen, sodass sie nicht weiter feuern kann. Du kriegst eine Rakete hinten rein. Ich sollte nicht so irre fliegen. Zustand 49%. Hope ist auf 5% runter. Verdammt, verdammt, verdammt. Oh Mann. Gamma-Staffel weg, Delta-Staffel so gut wie weg, Epsilon-Staffel zur Hälfte weg. Noch mehr Medusen. Noch ein Treffer und die Hope ist weg. Es wird keinen weiteren Treffer mehr geben, Leute. Wir müssen diese Bombe aufhalten. Nein, Gott! Diese Sprengfetzer haben ganz schöne Wucht hinter sich. Ich bräuchte auch mal ein Reparaturschiff. Für die Hope. Ich bin wahrscheinlich auch schon die Hälfte vom Schiff. Okay. Ohne das Quad, die ich schicken wir vielleicht etwas schlau aus hier am Lokis hier. Ich habe gerade keine allzu große Chance. Du ist es momentan gefährlicher. Springsatz! Springt hier raus! Ich krieg nicht mehr alle Springsätze! Nein! 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 Verdammte Scheiße! 3%! Nein, 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 nein! Verdammte Scheiße! Verdammte Medus! Ich hab alle Hoffnung verloren. Das Spiel wieder gleich mehr Spaß mit dem Spiel als gerade. Debris! I haven't seen wreckage like that. Tombaugh was destroyed. Erstmal die Zeus hier abfangen. The suit and forces. Backup has arrived. What are you doing? Was zur Hölle war denn das? Wow! Erstmal noch diesen letzten Zeus abschießen.
Wird es nicht. Keine Meduse wird euch noch erwischen. Okay. Man, is my translator broken or have these guys gone nuts? Enemy wing has just arrived. Ach ja, und wir müssen die zerstören. Huddled over here, pilot. Deploying repair craft now. Alpha 1 and Beta 1, scan the wreckage for survivors. Schön dabei. Picking up survivors, alright. Und was für genaue Daten kriegst du rein? Naja, repariert die Hop mal, wir geben euch Deckung. Ich hab das Gefühl, da kommen gleich noch ein paar Frachter rein. Sehr gut, das sind die Rettungsschiffe. Das sind Lokis. Aber je weiter so eine Formation fliegt, hat ja nur. Oh, Scheiße! Das war nur ein organischer Bomber. Hat ja nur leicht zu treffen. Tontauben. Der ist durchs Schild gekommen. Ah, die Walküre sind hier. Für die Beta-Staffel kriegt es gebacken, die Frachter abzuschießen. Muss man derzeit nicht um diese Walküre kümmern. Gerade nicht. Ja, gut, die Medics sind draußen. Ich hoffe nur, die feindlichen Frachter sind noch nicht weg. Schicken wir dem mal eine Rakete hinterher. Der Feind ist wahrscheinlich zu groß, oder? Ja, gerade so daneben über. Verdammt, der falsche Winkel. Ich glaube, es hat kein Frachter durchgekommen. Es ist kein Frachter durchgekommen. Ich muss den zweiten Frachter noch scannen, das habe ich nicht gesehen. Den habe ich auch schon gescannt. Da fehlt vorne das Stück vom Schiff. Hier, Command, weg. We're picking up Sheevan weapon signatures from the debris. Was? Super late. Ja. Mit Dusen. Oh, ich befürchte, dass sie kommen. Eine super Waffe der Shivana? Ja, diese Sprengkanzler habe ich schon gemerkt. Aber ich kriege jetzt meine Bordbewaffe zu spüren. Hope ist bei 20% und Zeus Bomber. Da meint der Frachter zerstört. Ich denke, dass er gleich noch mehr mit Boost reinkommt.
sollten den hier nicht so allzu lange aufhalten. Es ist halt doch eine Rakete ins Heck. Die treffen ja nicht so Raketen. Und wir müssen uns dringend um die Medusen kümmern. Hier ist noch ein verdammter Überfrachter unterwegs. Oh nein. Ja, der ist nicht mehr unterwegs. Hier sind gerade zu viele Gegner. Wo haben all diese Schiffe her? Noch mehr Zeus. Stabilität auf 70% Epsilon-Staffel fast ausradiert. Verdammt. Meta sieht auch nicht mehr so gut aus. Haupt bei 19%. Noch mehr von denen. Alpha-Staffel beschützt ausschließlich die Haupt. Sehr gut, den ersten zu erwischen. Den zweiten auch. Sprengsätze, Sprengsätze, Sprengsätze. Abgeschossen. Gut. Das ist eine Schlacht, wie wir sie schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr hatten. Noch mehr Transporter? Wir wollen hier noch mehr Sachen rausschicken. Was haben die da wohl an Bord? Offiziere! Ich sehe nicht mehr viel. Komm schon. Der Frachter ist weg. Oh, wir haben die Dusen hier. Wir sind momentan eher primär Ziel. Erwischt. Komm schon her. Erwischt. Das ist der nächste hier. Erwischt. Die Haupt springt. Das war knapp. Lokis? Lokis, ihr kommt ein bisschen spät. Hier werden durch die Blockade kommen. Los, Jungs, wir schnappen uns noch. Jeder gegnerische Jäger weniger. Das ist gut für uns. DTT in traffic. DTT in traffic, taking command of the blockade. Alpha and Beta, you are relieved. Thanks for holding down the fort, pilot. Ich hoffe nur, euch passiert nicht dasselbe wie der Hope. GTSC Hinton on station. We are powering up our scanners now. Alles klar. Wir haben hier noch einen Loki unterwegs. Da. Meine Staffel ist verschnappt gezogen. Command, are you seeing this? Ich sehe nichts. Affirmative, Hinton. Switch to secure comm frequency theta. Ich will das aber auch wissen. Was habt ihr gefunden? Hatten die recht? Shyvana? Der eine Loki hält es gerade ganz schön auf dem Garten. Na, nicht mehr lange. Na, ich habe einige Verfahren kassieren müssen. Das war's. Enemy Wing and Zeus-Bomber? Geben die überhaupt nicht auf? Ich habe eigentlich Feierabend. Na gut, die Staffel nehmen wir noch mit. Ich weiß ja nicht, ob die Treppe das ewig durchhalten, finde ich noch. Ewig können die auch nicht angreifen. Mein Jäger macht es auch nicht mehr allzu lange. Wow, schöner Schuss. Oh, noch einer. Na?
Bomber können halt durchaus gefährlich werden für den Zerstörer. Ich denke mal, die Geschwader der Intrepid halten das jetzt schon. Wir müssen jetzt mal zurück, sonst zerlegt es auch noch. Wir haben unseren Job ja erfüllt. Excellent work, Pilot. Despite fierce resistance, you were able to protect the Hope long enough for us to recover it to a secure location. It will be a long time before the destroyer is ready for service again, but your efforts saved thousands of lives and a significant portion of our war material. We have no conclusive data regarding the Surker warhead deployed in this engagement. It seems to be between 25 and 50% more powerful than the Tsunami. Your efforts prevented R&D from using this weapon to its fullest capability. You also neutralized every enemy vessel attempting to run the blockade. Most impressive. This will significantly impede rebel operations in Beta Aquilae. The survivors rescued from the Aten cruisers appear to be suffering from severe shock and post-traumatic stress and are currently undergoing psychiatric evaluation. They are lucky to be alive, and the PVE has expressed gratitude for their safe recovery. The scans from the GTSC Hinton are highly alarming. It appears that the damage done to the blockade was inflicted by Shivan flux cannon weaponry, similar to that observed on the Lucifer Super Destroyer. Our scientists are poring over the data, and the Repulse crew is being interrogated on the matter. Further information on the proceedings has been classified, so I assume we'll be informed on a need-to-know basis. For your outstanding defense of the Beta Aquilae node under uncertain and volatile conditions, you are hereby awarded the Military Defense Medal. Entgegen seinem schwersten Widerstand haben wir es geschafft, die Haupt zu verteidigen und ihre Mannschaft zu bergen, genauso wie die Mannschaft der beiden Kreuzer, die uns scheinbar unter schwerem Schock stehen. Ebenso haben wir es geschafft, dass kein feindliches Raumschiff die Blockade durchbrechen konnte. Und wir konnten auch verhindern, dass die neuartigen Serker-Sprengköpfe der Rebellen effizient eingesetzt wurden. Die scheinen bis zu 50% effizienter als unsere Tsunamis zu sein. Das wirklich Schlimme an dieser Mission sind die Ergebnisse des Scans da hinten. Die scheinen von schivadischen... Sie haben herausgefunden, dass der Schaden an der Haupt- und den beiden Athenkreuzern offensichtlich von schivanischen Flux-Cannon stammen. Exakt dieselben, wie sie die Lucifer eingesetzt hat. Die Repulse-Crew wird derzeit auf dieses Thema verhört und wir hoffen, dass wir bald mehr Informationen darüber erfahren. Was haben wir denn geleistet in der Mission? 11 Abschüsse, eine Valkyrie, eine Logi, ja. 4 Zeus, 4 Medusen und ein Elysium. Und wir haben die Medaille für der militärischen Verteidigung bekommen. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, wieder auf Flieger zu schalten. Jetzt hätte ich wieder fast einen Reiz, das komplette Let's Play nochmal aufzunehmen. Vielleicht irgendwann in der Zukunft, jetzt ziehe ich das mal durch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.